freuen sich vielleicht auch noch, dass hier in der Präsentation des Tutorials natürlich alles sehr geradlinig verläuft, wo wir das Spiel so entwickelt haben, dass Spieler, die auch gerne die Welt erforschen, auch schon von Anfang an viel zu entdecken haben. Das Spiel ist an einigen Punkten linear, aber es hat eine sehr große Welt, die ziemlich in den Speicherstream, das heißt, wird nachgeladen. Man kann sämtliche größeren Städte, Lager, Dungeons und alles in einem Stück erkunden. Du hast die Möglichkeit, vom Weg abzuweichen, du hast die Möglichkeit, Quests von zwei verschiedenen Seiten zu lösen oder mehreren. Und auf diese spielerische Freiheit haben wir ganz besonderen Wert.